Reisen eintauschen konnten. Das geflügelte Pferd machte für jeden sichtbar, der Silbergehalt dieser Münze wird von den Karthagern garantiert. Auf diese Weise konnten Reisende auch in einer reinen Tauschwirtschaft mit kleinem Gepäck unterwegs sein. Noch aber ahnten die Seefahrer nicht, dass sie ihren Erfindungsreichtum auf eisigen Gebirgspässen würden beweisen müssen. Zu den großen Mythen der europäischen Geschichte gehören Hannibals Elefanten im Schnee. Doch kann das Ereignis wirklich stattgefunden haben? Somali und Mosambe, zwei afrikanische Elefantenkühe, starten zu einem Experiment. Auf der Alm erwarten sie wilde Yaks, die den Rindern vor 2000 Jahren sehr ähnlich sind. Hannibal muss ganze Herden davon mitgeführt haben. Aber wie kommen solche Tiere mit Elefanten klar? Ist es überhaupt denkbar, dass sie gemeinsam über die Berge ziehen? Erstaunlicherweise regeln die Tiere die Machtverhältnisse selbst. Am Ende fühlen sich die Elefantenkühe ganz wie zu Hause. Professor Barcello und Dr. Oliver verschaffen sich im Minengebiet am Rio Tinto einen Überblick. Das Silber hatte Hannibals Vater nach Spanien gelockt. Auf der Satellitenkarte deutlich zu erkennen, das damals größte Minengebiet der Welt, gut 150 Kilometer nördlich von Cadiz. Bis vor kurzem waren noch einige Minen aktiv. Hier wurde fast 3000 Jahre lang jedes Metall geschürft, das die antike Welt verarbeiten konnte. Neben Silber und Gold auch Zinn, Blei, Kupfer und Eisen. Hannibal ist mit seinem Vater sicher öfter die 4 Tagesreisen von Cadiz hierher gekommen. Denn hier lag der Schlüssel für eine dauerhafte Unabhängigkeit Karthagos. In der Tat wurden hier große Mengen an Mineralien und Silber gewonnen. Ein wirklich außergewöhnliches Produktionsvolumen. Im Zusammenspiel mit anderen Minen der Gegend wurde Silber in rauen Mengen erzeugt. Die Minen wurden von Iberern betrieben, die das Rohmaterial an die Karthager verkauften. Den eigentlichen Gewinn aber erbrachte der Handel. In wenigen Jahren konnte Karthago seine Kriegsschulden an Rom abtragen. Mehr als 27 Tonnen Edelmetall sollen es gewesen sein, ein Vielfaches des römischen Staatshaushaltes. Solcher Goldschmuck zierte einst eine Karthagerin aus Cadiz. Die Silbermünze mit dem Herakleskopf hat wohl ein Soldat bei sich gehabt. So viel Reichtum weckte Begehrlichkeiten. Ich glaube, dass die beiden großen Mächte Rom und Karthago natürlich um Macht und politischen Einfluss wetteiferten. Aber dahinter liegen starke wirtschaftliche Interessen. Es ging letztendlich um die Kontrolle der iberischen Silberminen. Die sogenannte Silberstraße führte an weiteren Minen vorbei, 600 Kilometer weit bis an die Ostküste Iberiens. In wenigen Jahren machte Hannibals Vater Hamilkar zusammen mit seinem Schwiegersohn Hasdrubal ganz Südspanien zu einer sicheren Handelszone. Ein Brückenkopf im Osten wurde notwendig, der Hafen von Cartagena. Rund um einen Naturhafen wurde Karthadascht in wenigen Jahren aus dem Boden gestampft.
gesichert von einer 11 Meter hohen und mehrere Kilometer langen Stadtmauer. Erst vor wenigen Jahren wurden die Reste dieses Bauwerks entdeckt. Die Hohlräume in der Mauer dienten auch als Wohnraum für Wachpersonal. Sie boten Platz für ein riesiges Lager. Für den Fall, dass die Mauer verstärkt werden musste, zum Beispiel im Verteidigungsfall, konnten die Räume mit Steinen aufgefüllt werden. So konnte man die Mauer verstärken und massiver machen. Diese Mauer ist das einzige in Europa erhaltene Bauwerk aus Hannibals Zeit. Schwager Hasdrubal nannte die Stadt Karthadascht nach seiner alten Heimatstadt Karthago. Hannibal war 16 Jahre alt, als diese Steine aufgemauert wurden. Nach dem Tod seines Schwagers wurde Hannibal ihr neuer Eigentümer und nutzte sie für seine Kriegsvorbereitungen. Wir wissen, dass Hannibal in Cartagena die Kriegskasse hatte, große Vorräte, Waffen, Lebensmittel. Und man kann sich vorstellen, dass hier in den Kasematten, innerhalb der Stadtmauer, Waffen, vielleicht auch Vorräte, Futter und ähnliches mehr gelagert worden sind. Cartagena war ja ein Zentrallager, eine Art logistische Basis für den ganzen Feldzug. Und ich denke schon, dass die Stadtmauer in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle gespielt hat. Noch heute findet der Konflikt zwischen Römern und Karthagern seinen Widerhall in jährlichen Kampfspielen. Die Gründung von Cartagena war ein Ärgernis für die Römer. Sie mussten fürchten, dass sich Karthago politisch und ökonomisch wieder erholt. Hannibal war mit der hochmütigen Großmachtrolle Roms nicht einverstanden. Zur Aufrüstung einer Armee gehörten für die Karthager damals auch Elefanten. Sie holten sie aus den afrikanischen Savannen und trieben wohl auch Handel damit. Diese tonnenschweren Steppentiere lassen sich nur schwer dirigieren. Um sie dennoch lenken zu können, ist jahrelanges Training nötig. Mit Somali und Mosambe arbeitet der Schweizer Elefantenartist Wendel Huber schon mehr als 16 Jahre. Jedes Tier braucht unterwegs einen persönlichen Führer. Für den Kriegseinsatz hatte Hannibal sicher Ersatzführer dabei, damit die Tiere nicht durchbrennen. Sobald Futter in Sicht kommt, lassen sich Elefanten zudem leicht ablenken. Wenn wir jetzt unten sind, wo es Wiesen sind oder Äste, da wird es schwieriger. Da haben sie dann immer nur das Fressen im Kopf. Mal links lang, rechts, hier ist was, da ist was. Pietro Barcello sucht den historischen Grenzfluss, den die Karthager nach dem Willen der Römer nicht überschreiten durften. So verlangte es ein Vertrag mit Hasdrubal, obwohl die Römer gar nicht in Iberien präsent waren. Man darf sich nicht von der Tatsache irre machen lassen, dass die meisten Flüsse, die wir heute an der spanischen Ostküste trocken sind, kein Wasser führen. Im Altertum waren sie sehr wohl gefüllt und sie sahen auch ganz anders aus. Nach dem Tod seines Schwagers Hasdrubal übernahm Hannibal mit 25 Jahren die Führung der iberischen Interessen Karthagos. Perfekt als Kavallerist, in vielen Sprachen gebildet, kannte er sich mit Kriegslisten genauso aus wie mit der Diplomatie. Seine Vision? Die Ausbreitung der Römer, die seine alte Heimatstadt Karthago bedrohte, zu stoppen. Silber und entschlossene Soldaten hatte er genug. Barcello und Oliver folgen der Spur Hannibals 200 Kilometer nach Norden. Deta, seit römischer Zeit nur noch ein Schutthaufen, war damals eine blühende iberische Stadt. Die Scherben liegen hier seit 2000 Jahren herum.
In der Siedlung Deta lebten Handwerker, Bauern und iberische Fürsten. Wir fanden ein wichtiges kulturelles Zentrum, wie die jüngsten Ausgrabungen zeigen, mit den schönsten Beispielen für iberische Kunst. Hannibals iberische Verbündete lebten gut von den fruchtbaren Böden in der Ebene, bis die griechische Nachbarsiedlung Sagunt sich mit Rom verbündete. Der Streit rief Hannibal auf den Plan. Möglicherweise hinter diesen Mauern wurden die Pläne für den Angriff auf das nahegelegene Sagunt geschmiedet. Professor Barcello hat herausgefunden, dass Hannibal den Königssohn der Ditaner als Geisel hielt. Eine damals normale Methode, einen Verteidigungsvertrag zu besiegeln. Geiselnahmen gehörten zum üblichen Repertoire der Politikgestaltung. Eine Geiselnahme bedeutet im Grunde genommen den Abschluss eines Vertrages. Um die Garantie zu haben, dass der Vertrag eingehalten wird, hat man immer Geiseln genommen, das heißt Kinder der Oberschicht der betreffenden Vertragspartner. Hannibal hatte keine Wahl. Er musste die Ditaner gegen das nahe Sagunt unterstützen, um den Einfluss der Römer zu brechen. Nur 25 Kilometer entfernt. Sagunt ist Hafenstadt und Festung zugleich. Als Hannibal mit einem Heer von mehreren 10.000 Soldaten auf diesen Hügel zuritt, konnte er nicht ahnen, dass die Eroberung fast 9 Monate dauern würde. Pedro Barcello und Arturo Oliver sind sich sicher, Hannibal brachte zwar ein großes Heer zusammen, doch für einen Belagerungskrieg fehlten ihm Wissen und Ausrüstung. Die Stadt Sagunt liegt auf einem Hügel, sehr stark befestigt, mit Blick auf das Meer. Und Hannibal musste mit einer verhältnismäßig großen Armee hierher ankommen, um die Belagerung aufzunehmen. Wir wissen nicht genau, wie viele Männer er dabei hatte. Die Quellen reden von 80, 90, 100.000 Männern. Das ist sicher übertrieben. Man darf immer dieser Zahl durch 4 teilen und dann kommt man der Realität etwas näher. Wir können davon ausgehen, dass Hannibal sein Lager etwa in dieser Richtung aufschlug, etwa in der Nähe der heutigen Stadt Almenara. Und zwar deswegen, weil dort die Versorgung eines größeren Heeres möglich war. Wir wissen nicht, welche Waffen ins Feld geführt wurden, doch Pferde und Steinschleuderer waren auf jeden Fall beteiligt. Hannibal hatte es eilig. Er musste ein Auftauchen römischer Schiffe fürchten, doch zum offenen Kampf ließen es die gut gerüsteten Saguntiner kaum kommen. Sie spielten auf Zeit. Antike Gerüchte besagen, dass Hannibal in dieser Zeit sogar Vater wurde, mit einer iberischen Fürstentochter. Nach so vielen Monaten müssen Hunger und Durst den Saguntinern zugesetzt haben. Aber die erwartete Hilfe aus dem über 1000 Kilometer entfernten Rom blieb aus. Die Einnahme des Hügels wurde zum blutigen Gemetzel, in dem auch Hannibal verletzt wurde. Doch am Ende hatten Ausdauer und Führungsstärke Hannibals gesiegt. Endlich auf dem Gipfel von Sagunt angekommen, muss Hannibal gewusst haben, dass der Krieg gegen Rom unausweichlich war. Am Ende des Kampfes muss man sich vorstellen, dass Haus um Haus gekämpft wurde, weil natürlich die besiegten Saguntiner wussten, dass keine Gnade zu erwarten war. Am Ende steht ein Massaker. Die Bevölkerung, die männliche Bevölkerung, wird größtenteils getötet. Die Kinder und die Frauen wandern in die Sklaverei. Die Stadt wird eine Beute des Heeres. Und Hannibal hat in der Tat hier bewusst ein Exempel statuiert, um anderen iberischen Städten zu zeigen, wer sich mit Rom verbündet, hat von den Römern keine Hilfe zu erwarten. Nur diejenigen, die mit mir verbündet sind, können sicher sein. Vous êtes tous prêts? Prêt.